SV Elversberg, VfL Wolfsburg, 0:1. Die schwerfälligen Fußballer des VfL Wolfsburg haben sich mit viel Mühe in die zweite Runde des DFB-Pokals geschleppt. Beim Viertligisten SV Elversberg gewann Wolfsburg am Samstag, 18. August 2018, mit 1:0, 0:0. Neuzugang Daniel Ginczek, 76. Minute, erlöste mit seinem späten Treffer die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia, die am kommenden Samstag gegen Vizemeister Schalke 04 in die Bundesliga startet. Die besseren Chancen zur Führung besaß im ersten Durchgang das Tabellenschlusslicht der Regionalliga Südwest. Für die zweite Halbzeit wechselte Labbadia den Schweizer Admir Mehmedi für den unauffälligen Renato Steffen ein. Mit Mehmedi, der 5 Monate nach seinem Bänderriss das erste Pflichtspiel bestritt, agierten die Wölfe prompt variabler und zielstrebiger. Als die Angriffe aber wieder vermehrt verpufften, zog Labbadia im eingewechselten Yunus Mali seinen letzten Offensiv-Joker. Die Wölfe mussten unmittelbar danach aber gleich zweimal zittern, als zuerst Tekerci, 72. den Ball über das Tor zirkelte und Kevin Lan, 73. in hervorragender Position vertändelte. Auf der anderen Seite reichte eine gute Kombination für die umjubelte Führung. Die Flanke von Josip Brekalo drückte Ginczek freistehend im Netz. Flemann, Winter, Stang, Eggelseder, Kohler, Lahn, Beholz, 81. Meha, Tekerci, 82. Coffey, Pfeil, Dreggen, Pestala, Castells, William, Knoche, Brooks, Roussillon, Guilavogui, Gerhard, 66. Mali Arnold, Steffen, 46. Mehmedi, Brekalo, 83. Blaszczykowski, Ginczek, Steffen, 1, Tekerci, 1. William, 1, Pfeil, 1, Arnold, 1. Stand, Samstag, 18. August 2018, 17.27 Uhr, SIT dpa, Stand, 18. August 2018, 17.30 Uhr, sportschau.de, Fußball, DFB-Pokal-Darstellung.